Das zweite Halbfinale steht an in Sindelfingen im Glaspalast. 25 Jahre Mercedes-Benz Junior Cup. Einen Endspielteilnehmer haben wir, den VfB Stuttgart. Und das erfreut natürlich hier die überwiegende Zahl der Zuschauer in der ausverkauften Halle. Dann wird es so um etwa 17 Uhr das Finale Stuttgart gegen Manchester United oder Stuttgart gegen Grasshoppers Zürich geben. Manchester United spielt in Dunkel, die Grasshoppers in Orange. Und wir fragen Sie, wie geht das Spiel aus? 01379 0120 und die 01 für einen Sieg von Manchester United, die 02 für ein 9-Meter-Schießen oder hinten die 03 für einen Sieg der Grasshoppers. Sie machen mit, 500 Euro gibt es zu gewinnen. Es spielt hier der Erste der Vorrundengruppe B gegen den Dritten der Vorrundengruppe B. Das war ja das Verrückte, dass alle Mannschaften aus der Vorrundengruppe B das Halbfinale geändert haben. Und dass alle Mannschaften aus der Gruppe A frühzeitig die Segel streichen mussten und im Prinzip hier nur noch für die Platzierungsspiele, für die Spiele um Platz 7 und Platz 5 in Frage kamen. Eine komplette Gruppe hat das Halbfinale erreicht. Und der Letzte der Gruppe steht schon im Endspiel. Das ist nämlich der VfB Stuttgart. Und jetzt Zürich. Gab dieses Spiel natürlich auch in der Tat in der Vorrunde schon einmal. Manchester United führte da früh mit 2:0 und hat dann aber 3 Tore hinnehmen müssen. Und am Ende war es ein 3:2 Erfolg für die Grasshoppers aus Zürich. Losli, Faxlio und Georgien haben getroffen und für Manchester United Williams und der spektakulärste Spieler von Manchester auch, nämlich Evans, Timdi, Fosu Mensah, der Mann mit ghanaischen Eltern, der so besonders aufgefallen ist heute bei diesem Turnier. Na, es geht auch hier wieder relativ heftig zur Sache. Arm draußen gegen Williams. Aber der Freistoß für die Grasshoppers. Grasshoppers Zürich. Das ist der Verein, der die Schweiz dominiert über viele, viele Jahre oder dominiert hat. Mittlerweile ja eher von Basel abgelöst, aber die Grasshoppers haben immer noch den großen Namen, sind unglaublich häufig Meister geworden in der Schweiz. Und 27 Mal die Schweizer Meisterschaft geholt. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Und dieser große Name wird jetzt von einem Deutschen betreut. Michael Skibbe ist ja Cheftrainer, der ehemalige Bundes-Co-Trainer, der zuletzt bei seinen Stationen in Deutschland nicht allzu viel Erfolg hatte und sich dann über die Türkei wieder in Richtung Schweiz vorgearbeitet hat, in Anführungszeichen. Manchester United nimmt zum dritten Mal an diesem Turnier teil. Im ersten Mal musste man Lehrgeld bezahlen, aber im letzten Jahr reicht es dann zu Platz 3 und jetzt müssen sie aufpassen. Es ist ein hektisches Spiel bisher. 5 Minuten noch zu absolvieren in der ersten Halbzeit. Ja, diese Torwart-Ausflüge, das hat er häufiger schon gesehen bei diesem Turnier. Nicht immer von Erfolg gekrönt. Es geht natürlich unglaublich schnell. Es ist nicht wie auf dem Feld, wo man dann Platz hat, sich wieder zurückorientieren kann. Hier prallt der Ball einmal gegen die Bande und dann haben wir eine neue, eine teilweise verrückte Spielsituation. Aber sie müssen mitspielen. Sie müssen manchmal rauskommen. Sie müssen ihren Teams helfen. Thank you.
Manchester mit der guten Kombination. Und Mateo Matic hat ihn. Insgesamt viele gute Torhüterleistungen bei dieser Veranstaltung. Ganz eng beisammen alles. Das spricht für ein wirklich gutes Leistungsniveau. Vielleicht einzig und allein die Mannschaft von Celtic Glasgow hier abgefallen. Der Rest war wirklich eng beieinander. Allesamt hätten ja bis zum Ende auch tatsächlich so weit kommen können wie jetzt unter anderem die Grasshoppers und Manchester United. Ganz im Gegensatz zu gestern ist auch draußen in Sindelfingen das Wetter gut, die Sonne guckt rein, sehen Sie oben. Gestern regnete es den ganzen Tag in Strömen. Aber in der Halle ist es eh A trocken und B ungeheuer warm. Hat sich aber noch keiner beschwert darüber, aber das geht schon an die Substanz. Spieler schwitzen. Kaum Torszenen bisher in diesem Halbfinale. Wer hat die besseren Nerven? Manchester probiert das sehr häufig mit wirklich technischer Finesse. Guter Schuss und das Tor. Da ist das 1:0 für Man United. Cameron, Jake, Boswick, Jackson ist der Torschütze. Eins zu null. Und dieses 1:0, das haben wir beim letzten Spiel gesehen, das kann schon sehr viel bedeuten. Aber die Grasshoppers kommen. Ah, Aluminium. Wer hat das bessere Ende hier für sich? Manchester immer wieder mit diesen 1:1-Duellen und dann mit den Tricks, mit der Hacke oder wie auch immer. Die Grasshoppers eher über die Schnelligkeit, über direktes Spiel. Auch beim Hallenfußball sind verschiedene Systeme zu erkennen, verschiedene Ideen. United, nächste Chance, klasse gehalten von Mateo Matic. Letzten 50 Sekunden der ersten Halbzeit laufen. 1:0 Manchester United. Das wäre ein Traumfinale. Stuttgart gegen Manchester United. Das ist dann wie gemalt. Da werden Sie wahrscheinlich alle glücklich, die Veranstalter und auch Sie als Zuschauer hier bei diesem Junior Cup 2015. Ist schon jetzt wieder ein großer, großer Erfolg ist. Boswick Jackson ist bisher der Matchwinner für United. Und jetzt haben sie das zweite Tor. Jetzt haben sie das zweite Tor. Der Mann mit der 9 ist es, Marcus Rashford. 2:0. Noch in der Zeit. Hier ist es nochmal zu sehen und das ist die Vorentscheidung sicherlich schon jetzt, aber wir haben gemerkt und erinnern uns an die Vorrunde, an viele Spiele, auch an dieses Duell, auch da führte Manchester mit 2:0, hat am Ende 2:3 verloren, ob so kommt oder Manchester durchmarschiert, gleich gibt es das bei uns. Check24 präsentiert die Kredit- und
2-0 führen die in Blau, nicht die in diesem orangefarbenen Markerfarben-Trikot. Manchester United ist vorne gegen die Grasshoppers Zürich. Durch Tore von Patrick Jackson und dem Mann mit der 9, Marcus Rashford. Würde bedeuten, dass Manchester United gegen den VfB Stuttgart im Finale antreten darf und die Grasshoppers sich im Spiel um Platz 3 mit dem FC Schalke 04 messen würden. In Manchester wäre es dann erneut eine Steigerung nach Platz 3 im letzten Jahr. Aber die Warnung ist da. In der Vorrunde gab es dieses Spiel. Man führte 2-0 gegen die Grasshoppers und unterlag dann mit 2-3 und musste deswegen lange, lange zittern. Dann auch im weiteren Verlauf des Turniers. Aber letztendlich haben sie es hierhin geschafft. Gegen 17 Uhr wird das Finale gespielt. Bei uns natürlich live zu sehen. Und dann wird dieser Glasballast dann endgültig aus allen Nähten platzen. Manchester, wie immer mit den zwei Mann am Mittelkreis, die früh attackieren. Dahinter dann drei im Defensivverbund, sind ganz schwer zu bespielen. Räume ganz eng machen, das ist das Motto. Wir haben in der Halbzeitpause ein bisschen geguckt auf Paul McGuinness, auf den Trainer, wie er seine Mannschaft noch einmal eingeschworen hat. Das war voller Leidenschaft, was da zu sehen war. Wir haben natürlich auch Spaß dran, wenn die hier das Finale erreichen. Wird dann morgen gemeldet oder heute Abend noch beim Chef, bei Louis van Gaal, dass die Mannschaft so erfolgreich war. Und sie ist erfolgreich und sie bleibt erfolgreich. Oliver Michael Westbone ist der Schütze zum 3-0. Wunderbar vorbereitet da. Und dann kann der Westbone von der tollen Vorarbeit von Joe Riley profitieren. 3-0. Eine klare Sache. Auch hier deutet nichts, aber rein gar nichts auf ein 9-Meter-Schießen hin. Aber in der Halle ist so viel möglich. So viel denkbar. So schnell ein Spiel gekippt. Aber man spürt, dass seine Mannschaft, Paul McGuinness, da ist er zu sehen, ganz souverän, dass seine Mannschaft einfach von Anbeginn an eine gute Leistung bei diesem Turnier gezeigt hat. Gestern schon Highlights drin hatte. Die Unkonzentriertheit im Gruppenspiel gegen die Grasshoppers Zürich mal ausgenommen. Ansonsten war das wirklich klasse, was sie geboten haben. Und es wird spannend sein, das Finale zu erleben. Gab es ja zuletzt auch in der Champions League, ein paar Jahre ist es her, das Duell VfB Stuttgart gegen Manchester United. Das waren Festtage für die Schwaben. Und heute im Kleinen, in Anführungszeichen, erleben sie wieder einen solchen Festtag. VfB hat das Turnier letztmals 2007 gewonnen, damals im Finale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Fakt ist, Schalke wird den Titel nicht zum dritten Mal hintereinander holen. Wir haben das Halbfinale verloren. Dürften aber trotzdem nicht allzu entsetzt, allzu enttäuscht sein. Wieder United. Ja, nächster Treffer. 4
0. Der Mann mit der 10, Vincent Devonti Redmond. Klare Sache. Die Grasshoppers zum zweiten Mal hintereinander bei diesem Turnier dabei sind weg vom Fenster. Wir werden nicht um den Titel spielen. Hier werden sie nochmal messen mit dem FC Schalke. Und wer Norbert Elgert kennt, den Schalker Trainer, der weiß, das nimmt er ernst. Auch wenn es in Anführungszeichen dann nur das Spiel um Platz 3 ist. Line it if you can. Help him out. Hey. Nächste Chance. Oh, spektakulärer Schuss. Spektakuläres Ding von Boswick Jackson. Und nochmal Boswick Jackson. Und nochmal ein spektakulärer Abschluss. Und jetzt vielleicht das Tor. Jawohl, da ist es. 5:0 für Manchester United. Oliver Michael Westbone trifft noch einmal. Das ist jetzt ein Schützenfest für United. Und in England bereitet man sich auch schon vor auf nicht Manchester United, aber auf eine ganz große Nummer, auf das Finale der Darts WM. 3 Stunden und 11 Minuten. Dann ist es soweit. Dann gibt es das Ganze live mit Elmar Paulke, mit Sascha Bandermann aus London. Der Höhepunkt der Darts-Tage, die so fasziniert haben. Gestern ja die Halbfinals, heute das Finale. Davor das Endspiel mit Manchester United hier im Sindelfinger Glaspalast und im VfB Stuttgart. Dazwischen der FC Bayern München auf Sport 1, Basketball und dann die Darts WM. Volles Programm. Ein toller erster Sonntag. Die letzten 40 Sekunden. 5:0 Manchester United. Eindrucksvoll ins Finale eingezogen. Nächste Möglichkeit. Machen Sie das Sechste. Sie machen das Sechste. Es ist Redmond und das 6:0. Mensch, ist das eine United-Show hier. Das ist ja der Wahnsinn. 6:0, das ist, wenn ich das richtig überschaue, ja, das ist das deutlich höchste Ergebnis bei diesem Turnier. Glückwunsch an Manchester United. Wir freuen uns auf ein tolles, auf ein großartiges Endspiel um 17 Uhr und davor 16.15 Uhr ungefähr Schalke gegen Grasshoppers, Spiel um Platz 3 und dann das Endspiel VfB Stuttgart gegen Manchester United. Und jetzt können Sie an unserem Wintercheck-Gewinnspiel teilnehmen und dabei entscheiden Sie und nur Sie selbst über die Gewinnsumme zwischen 10.000 und 19.999 Euro. Der höchste Betrag, den kein anderer nennt, der gewinnt. Viel Spaß beim Wintercheck.